Saisonauftakt bei Frankfurt University. Die Frankfurter hatten in der Vorsaison mit einem sensationellen Sieg in Marburg gerade so am Ende den Abstieg verhindert. Gegen die Ravensburg Razorbacks, die als Aufsteiger die Playoffs nur knapp verpasst hatten. Schwierige Aufgabe also für Frankfurt und nach einem 3-and-out für Universe gleich mal die Razorbacks mit ihrem Rückkehrer Alexander Bjerre auf der Quarterback-Position. Der dänische Nationalspieler auf Jalen Zachary, der ist neu, war früher in München, 26 Yards Raumgewinn. Und dann liegt der Ball an der 8-Yard-Linie und der Handoff geht an Lennis McFerrin, auch in der vergangenen Saison schon in Ravensburg. Touchdown zum 0-7 aus Frankfurter Sicht. Und dann die Offense von Universe mit einem dritten Versuch und 5. Quarterback Theo Landers wirft, aber der Pass wird intercepted von Stewart. Und der trägt den Ball 25 Yards in die Endzone zurück, 0-14. Frankfurt wieder mit einem 3-and-out, also gleich wieder die Offense der Razorbacks mit Bjerre und dem Pass auf Finn Kearns. Und der bringt den Ball, wie er denkt, bis in die Endzone. Die Schiedsrichter sagen, du warst im Aus an der 2-Yard-Linie, also bitte die letzten 2 Yards erledigt dann halt Lennis McFerrin zum 0-21. Wenig Gutes bis dato von der Universe, weder defensiv noch offensiv. Dann vielleicht mit den Special Teams. Hier ist der Kickoff-Return vom neuen Running Back Randy Jones. Und das sieht doch schon mal ganz passabel aus. Randy Jones mit einem 53-Yard-Return und damit gute Ausgangsposition für die Offense von Universe. Als allererstes mal Theo Landers, der Druck bekommt, sofort selber läuft und am Ende 9 Yards Raumgewinn erzielt. Und dann ist das erste Quarter vorbei in Frankfurt mit einem Rückstand von 0-21. Universe aber mit der Chance, das zu ändern von der 4-Yard-Linie. Handoff an Jones und da ist dann auch der erste Saison-Touchdown für Frankfurt Universe. Randy Jones zum 7-21. Aber die Ravensburger Offense davon unbeeindruckt. Pass von Bjerre auf Kmela für 27 Yards. Und dann stehen sie schon wieder an der gegnerischen 10-Yard-Linie. Bjerre auf Kearns. Nächster Touchdown, Personal Foul von Frankfurt noch hinterher. 7-28. Frankfurt wieder mit einem 3-and-out offensiv. Also gleich wieder Ravensburg mit Bjerre und Zachary. Pass gefangen für 23 Yards und dann an der 6-Yard-Linie wieder die Gäste-Offense und wieder geht der Handoff an McFerrin. Der darf abräumen, was die anderen vorbereitet haben aus 6-Yards-Entfernung. 7-34 danach. 2 Punts, also tatsächlich auch die Ravensburger Offense mal gestoppt von Frankfurt. Und Universe mit dem Pass von Landers auf Brandon Butler, ein Rückkehrer aus der vergangenen Saison. Vielleicht geht ja was in der Offense. Nein, es geht nichts, denn der Handoff von Landers zu Jones geht schief und Ravensburg erobert den Ball. Dann Bjerre mit dem Pass zu Müller. Das ist ein neues First Down für die Gäste. Und Bjerre, der Rückkehrer auf der Quarterback-Position, bekanntlich nicht nur ein guter Werfer, sondern auch zu Fuß gut unterwegs. 16 Yards und Patrick Trumpfeller, der mittlerweile 45-jährige Defensive Back von Frankfurt Universe, anschließend noch mit einem Personal Foul. Und dann der Handoff zu McFerrin und der nächste Touchdown, 7-40, der Halbzeitstand in Frankfurt. In einem Spiel, das aus Frankfurter Sicht fatal an den Anfang der letzten Saison und die Klatschen, die Universe damals kassiert hat, erinnert. Frage ist, wird es besser in der zweiten Halbzeit? Die Razorbacks jetzt mit einem Cooler als Running Back, der läuft gleich mal 15 Yards durch die Mitte. Und dann liegt der Ball an der Ravensburger 49. Play Action, Bjerre rollt nach rechts, hat einen völlig freien Jalen Zachary und das bitteschön ist der nächste Touchdown, 51 Yards zum 7-46 und nein, aus Frankfurter Sicht wird es nicht besser. Offensiv produzieren sie in 3 and out und dann also wieder Ravensburg mit Bjerre, diesmal mit dem Pass auf Lindholm für 11 Yards. Nach einer Strafe liegt der Ball dann an der 10-Yard-Linie von Universe und Bjerre auf Smutschek aus 10 Yards.
7:52. Die Offense von Universe, wie gehabt, Druck auf Landers gesackt und dadurch ein Fumble erzwungen und erobert von den Razorbacks. Bei Universe läuft weiter nichts zusammen und defensiv bleiben die Probleme gleich. Nkule bekommt den Ball. Die Lücke ist groß durch die Mitte. Nkule läuft für 34 Yards. Und dann darf er vollenden, was er selber vorbereitet hat, von der 3-Yard-Linie. Der Touchdown-Lauf zum Zwischenstand von 7:60. Viertes Quarter, die Entscheidung natürlich längst gefallen. Die Razorbacks wechseln ein bisschen durch. O'Meara jetzt auf der Quarterback-Position. Der bedient hier Smilchek auf kurze Distanz. 7 Yards Raumgewinn. Weil es mit den beiden so gut klappt, machen sie es gleich nochmal von der gegnerischen 10-Yard-Linie. Zum letzten Razorbacks-Touchdown. 7:66 der Zwischenstand. Und der finale Schlag ins Gesicht für Frankfurt Universe. Bei den letzten Bemühungen wirft Landers dann auch noch eine Interception-Pass abgefangen von Nixon. Und das war's dann. Endstand 7:66. Frankfurt Universe verliert gegen Ravensburg. Der Saisonauftakt misslungen. Der Klassenerhalt in der Vorsaison eigentlich fast nur durch ein Wunder machbar. Man hat den Eindruck, das wird auch dieses Jahr wieder nötig sein, wenn Frankfurt in der Klasse bleiben will.